Herzlich willkommen zum vierten Teil der Einführung in die Mensch-Maschine-Kommunikation an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Eine Vorlesung von mir, Gero Lückemeier, gemeinsam gehalten mit den Kollegen Professor Dr. Pado und Professor Dr. Rausch. Der vierte Teil beschäftigt sich mit Modellen, die wir in der Mensch-Maschine-Kommunikation einsetzen. Und bei den Modellen können wir erstmal ganz grundsätzlich starten mit dem Grundmodell der Informationsverarbeitung. Das kennen Sie wahrscheinlich schon, EVA, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe oder auch IPO, Input, Process, Output. Bei der Eingabe habe ich Ihnen hier mal eine kleine Auswahl an Eingabegeräten gezeigt, die man ja heute kennt und berücksichtigen muss. Gleichzeitig sehen Sie dann auch bei der Verarbeitung gibt es heute eine Vielzahl von Optionen. Ein Prozessor, wie hier schematisch dargestellt, spielt sicher immer eine Rolle, wenn es sich um IT handelt. Aber der kann eben in ganz unterschiedlichen Geräten werkeln, vom Computer bis hinunter zum Haushaltsgerät und die Eingaben verarbeiten. Und diese Eingaben können dann auch zu Ausgaben als Reaktion auf Ihre Eingaben führen, damit Sie als Benutzende sehen, es hat sich tatsächlich etwas getan. Und Ausgabe könnte nicht nur am Bildschirm oder Projektor erfolgen, was Sie sicher kennen, oder über einen Drucker klassisch, sondern heute natürlich neben den Lautsprechern, Sprachausgabe, Sprachsteuerung, auch über Vibration zum Beispiel, also haptisches Feedback. Da ist jetzt gerade in den 20er Jahren der erste Ganzkörperanzug erschienen, der dort Ihnen am ganzen Körper ein taktiles Feedback anbietet. Also die Entwicklung bezüglich der Ausgabegeräte und auch natürlich der Eingabegeräte geht laufend weiter, aber das Grundschema bleibt immer dasselbe. Die Systeme reagieren auf eine Eingabe damit, dass sie diese Eingabe verarbeiten und dann diese Verarbeitung zu einer bestimmten Ausgabe führt. Wenn das nicht der Fall ist, dann meinen Sie, dass das Gerät vielleicht sogar abgestürzt ist, je nach Verhältnissen. Das Grundmodell der Mensch-Maschine-Kommunikation, das sieht hier verschiedene Bestandteile, und zwar, wenn Sie zunächst in den unteren Bereich schauen, wir gehen immer von Nutzenden aus, also ein Benutzer, Benutzerin hat eine Aufgabe vor Augen, eine Task, die er oder sie gerne erledigen möchte. Diese Task oder Aufgabe lässt sich typischerweise bewältigen durch Abarbeiten eines bestimmten Prozesses mit verschiedenen manuellen oder rechnerunterstützten Schritten und dient eben dazu, ein bestimmtes Ziel oder mehrere Ziele zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Aufgabenerledigung kann ein Benutzer jetzt ein Werkzeug heranziehen, das hoffentlich der Aufgabe angemessen ist. Und diese Aufgabe, die wird immer in einem bestimmten Kontext oder Umfeld anfallen. Denken Sie daran, eine Baustellenumgebung zum Beispiel stellt sicher ganz andere Anforderungen schon an das Werkzeug, aber wahrscheinlich auch kognitiv an den Benutzer, als zum Beispiel ein ruhiges Büro. Oder eine Aufgabenerledigung in einer S- oder U-Bahn wird auch anders aussehen, als wenn Sie das Ganze zu Hause auf der Couch erledigen. Also Kontext oder Umfeld spielen hier grundsätzlich auch eine Rolle. Jetzt der Benutzer möchte die Aufgabe erledigen. Das kann in verschiedenen manuellen und rechnerunterstützten Schritten geschehen. Typisch sind diese auch kombiniert, also einen Teil erledige ich manuell und den Rest unterstützt mich der Rechner. Diese Schritte nennt man erstmal Benutzungsschritte. Das könnte also sein, Sie haben ein Dokument vor sich und führen dort die Silbentrennung aus. Das Ausführen der Silbentrennung wiederum lässt sich aufgliedern in sogenannte Dialogschritte. Also Sie legen erstmal fest, in welchem Bereich möchte ich denn diese Silbentrennung laufen lassen. Und die eigentliche Silbentrennung dann, die besteht noch aus Interaktionsschritten, also aus noch feineren Schritten, aus den eigentlichen kleinen Bedienschritten. Sie wählen etwas im Menü aus, Sie klicken dann auf eine Schaltfläche, Sie geben noch einen Wert ein. Das alles sind diese kleinsten, diese feinen Interaktionsschritte, die man, wenn man ein UI erstellt, ja, vor Augen haben muss, wenn man dieses plant. Ganz wesentlich jetzt ist querschnittlich hier senkrecht geschrieben dieser fünfte Punkt. Und das sehen Sie oben über diese Wolke, in der sich dann nochmal das gesamte untere Modell befindet. Wesentlich ist auch, welche Wahrnehmung ein Benutzer tatsächlich von seiner oder ihrer Aufgabe hat. Was stellt sich diese Person vor, wie die Aufgabe aussieht? Es kann sein, dass ihre Analyse eine etwas anders gelagerte, konkrete Aufgabe ergibt, aber trotzdem muss das System den Benutzer ja bei seinen Vorstellungen abholen.
holen. Und deswegen ist also diese Wahrnehmung dieser Aufgabe aus Benutzersicht sehr, sehr zentral. Welches mentale Modell sozusagen hat sich ein Nutzender hier gebildet für diese ganzen vier Punkte, die wir eben besprochen haben, von sich selbst oder von seiner prototypischen oder ihrer prototypischen Rolle, von der einzelnen Aufgabe, die zu erledigen ist, von dem Werkzeug, das man dazu heranziehen kann oder den Werkzeugen und auch von dem Umfeld, in dem das wohl stattfinden wird. Nutzende brauchen dann eine sogenannte Benutzerschnittstelle natürlich. Und wie kann die dann aussehen? Also einmal haben wir sicher eine Anwendungs- und Werkzeugschnittstelle. Welche Funktionen sind überhaupt vorhanden? Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie selber nicht weiter wissen, dass Sie einfach in einem bestehenden Programm, wie das früher war, alle Dropdown-Menüs mal aufklappen, mal durchfahren. Welche Funktionen habe ich denn hier eigentlich zur Verfügung, um dieses Problem jetzt zu lösen? Daneben gibt es natürlich die eigentliche Dialogschnittstelle. Wenn ich jetzt eine bestimmte Funktion aufrufe, welche Dialoge und da drin welche einzelnen möglichen Schritte kann ich durchführen, um meine Funktionalität aufzurufen und zu nutzen. Und dann gibt es eben, frei nach dem EVA-Modell, was Sie ja noch im Kopf haben, das Grundmodell der Informationsverarbeitung, auch die Ein- und Ausgabeschnittstelle. Also welche Möglichkeiten habe ich, Eingaben durchzuführen, welche Darstellung wird mir als Ausgabe angeboten von Informationen. Und die kann eben sowohl verbal, sprachlich über den akustischen Sinn erfolgen, als auch per Grafik, als auch per haptischem Feedback und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, ich habe Ihnen jetzt diesen Usability-Begriff nahegebracht mit den entsprechenden Auswirkungen, die Usability oder auch fehlende Usability haben kann. Wir haben uns angeschaut, warum man eigentlich dediziert Mensch-Maschine-Kommunikation untersuchen muss und warum es dafür eine dedizierte Disziplin bedarf. Wenn nämlich Entwickler einfach so losentwickeln, ohne darüber nachzudenken, wie die Interaktion mit dem Menschen aussieht, Aufgaben angemessen, also mit passender Usability, sodass Personen ihre Aufgaben effizient, effektiv und zufriedenstellend erledigen können, dann werden wir hier sehr schlechte Lösungen sehen, wie sie auch in der Vergangenheit lange im Feld waren und zum Teil noch sind, wenn Entwickler eben in diesem Bereich nicht vorgebildet sind und das nicht explizit beachten. Ich habe Ihnen dann auch gezeigt, wie sich Mensch-Maschine-Kommunikation entwickelt hat in verschiedenen Schritten, in verschiedenen Perioden und Ihnen dort auch wesentliche Ideen aufgezeigt. Schlussendlich habe ich Ihnen auch die Grundmodelle erklärt, der Informationsverarbeitung und das der Mensch-Maschine-Kommunikation, das Sie sicher im Kopf haben sollten, wenn Sie verschiedene Oberflächen entwerfen. Als Literatur möchte ich Ihnen neben den Vorlesungsunterlagen, die Sie hier sehen, ganz besonders noch das Buch Mensch-Computer-Interaktion ans Herz legen. Kurz und knackig fasst dieses Buch von Herrn Heinicke die wesentlichen Punkte zusammen, die Sie brauchen, um Mensch-Computer-Interaktion wirklich zu verstehen und einen Einstieg zu finden, auch jenseits dieser Vorlesungsvideos. An der Stelle sage ich Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie gewogen bleiben und weitere Videos aus dieser Reihe anschauen.